Herzlich willkommen zu einem weiteren Blick hinter die Kulissen des Mikromodellbaus. Tutorials möchte ich es noch nicht ganz nennen, aber wir sind auf dem Weg dorthin. Auf das Fahrzeug könnt ihr euch schon mal freuen. Der kann momentan noch nicht fahren. Der steht noch da und das ist das Fahrzeug oder der Scania Auflieger, den ich dann in einem Tutorial umbauen werde mit Fahrfunktionen und Lichtfunktionen. Bevor wir starten, gebe ich euch noch einen kleinen Überblick, was verwende ich für Werkzeug, denn solches Werkzeug hat wahrscheinlich jeder zu Hause liegen. Wenn ihr euch dann allerdings mal unsere kleinen Komponenten anschaut, dann werdet ihr schnell merken, dass man damit nicht wirklich weit kommt. Deshalb zeige ich euch nochmal, was ich für Werkzeug verwende. Zum Beispiel kleine Knipex, dann kleine Zangen zum Schneiden, kleine Skalpelle. Da gibt es auch Sets, da habt ihr verschiedene Klingen zum Aufsetzen. Da müsst ihr einfach mal im Internet gucken oder wenn ihr auf Messen unterwegs seid, da gibt es an den Ständen auch immer zahlreiche Auswahl. Reibahlen, die sind auch ganz wichtig, falls man mal ein Loch aufreiben möchte. Zum Lochbohren gibt es auch entsprechende Sets mit Bohrern von 0,3 bis 1,2 mm. Habe ich die jetzt hier. Die habe ich, glaube ich, bei Donau-Werkzeuge gekauft und bin damit bis jetzt sehr gut zufrieden. Wenn es mal etwas grober wird, dann habe ich einen Dremel und ein paar entsprechende Aufsätze dafür. Das ist immer ganz praktisch, weil damit kann man wirklich auf die Gegebenheiten, was man gerade fräsen will, ideal eingehen. Trennscheiben sind auch sehr wichtig, damit man mal, wenn wirklich mal ein gerader Cut gemacht werden muss, man damit sauber arbeiten kann. Das Ganze muss natürlich auch irgendwie festgehalten werden. Ich habe zwar auch noch einen Schraubstock, aber das ist dann meistens doch etwas zu grob. Damit ich die kleinen LEDs und Drähte festhalten kann, Pinzette in verschiedenen Variationen. Die ist jetzt offen und geht zu. Die Variante auch sehr praktisch, die schließt automatisch. So, Lötkolben braucht man auch. Da ist ganz wichtig, einen Lötkolben mit einer feinen Spitze zu haben. Und dazu dann am besten sehr feines Lötzinn. Ich verwende das Stahl-0 von Wuppertal mit 0,5 mm. Und bin damit seit Jahren zufrieden. Die Rollen kosten zwar am Anfang einiges an Geld, aber das hält jetzt schon einige Jahre. Der wichtigste Punkt momentan ist eigentlich der Kleber. Denn bei den Klebern, die klingen zwar alle ähnlich, sind zwar alles Sekundenkleber oder normale Kleber, aber es gibt Kleber, die ausdünsten und die nicht ausdünsten. Wenn ihr jetzt Kleber habt, die ausdünsten, dann kann es euch passieren, dass ihr das wunderschönste Modell gebaut habt. Mal gucken hier. Und dann, wenn hier innen drinne was geklebt hat, dann laufen innen drinne mitunter die Scheiben an. Und dann habt ihr richtig milchige Scheiben. Das kriegt ihr von außen nicht mehr raus, die Scheibe muss raus. Wenn die Scheibe allerdings raus muss, heißt das, das ganze Modell muss zerlegt werden. Und das ist dann nicht im Sinne des Erfinders. Und dann ist eure Mühe ganz schnell dahin. Dann schauen wir uns doch die Komponenten, die ich für das Tutorial verwenden werde, mal etwas genauer an. An dieser Stelle ein großes Dankeschön an Christian Repke, der mir einen Teil der Komponenten zur Verfügung gestellt hat. Den Shop dürften die meisten von euch inzwischen kennen. Auf seiner Webseite kriegt ihr alles, was ihr eigentlich für den Umbau eines Mikromodells benötigt, bis auf das Modell selber. Ihr bekommt Sender, Servos, die Getriebe, wie gesagt Akkus, Stecker, Schrauben, Zahnräder, falls ihr später auch mal ein Getriebe selber bauen wollt, bis hin zum Werkzeug und natürlich auch die Literatur. Da hatte ich euch ja schon in einem der letzten Videos darauf hingewiesen. Dann schauen wir uns noch die einzelnen Komponenten mal etwas genauer an. Ich fange mal mit dem Getriebe an. Das gibt es in zwei Variationen. Das hier ist die Variation mit dem liegenden Motor. Macht sich natürlich in so einer Zugmaschine ein bisschen besser als ein stehender Motor. Allerdings hat man nicht überall den Platz hier vorne. Und da greift man dann manchmal wirklich auf die stehende Version zurück. Das gibt es einmal fertig aufgebaut und einmal auch als Bausatz. Wenn ihr das als Bausatz bestellt, bekommt ihr das mit einer schönen Anleitung. Ist kein Hexenwerk. Ein bisschen Loctite benötigt ihr noch und eine ruhige Hand. Ansonsten sollte das eigentlich ohne weiteres möglich sein. So, kommen wir zum Servo. Da haben wir hier ein kleines Mikroservo. Sogar schon in Schwarz, passend zur Zugmaschine.
Dann ein paar Reifen aus Gummi, denn mit dem Plastikreifen fährt sich das nicht wirklich gut. Ein Akku, 180 mA. Ladebuchse. Ein Ausschalter. Nochmal Stecker. Und jetzt eigentlich das Herzstück des Ganzen, ein Empfänger. Thema Empfänger, das ist noch ein kleiner Knackpunkt, denn da gibt es inzwischen so viele Variationen. Da muss jeder für sich entscheiden, was er da genau machen möchte. Ich würde jetzt für diese einfache Zugmaschine, die keine Sonderfunktion hat, entweder ein RX45V5 verwenden oder ein RX43D1. Von der Größe her nehmen die beiden sich nicht ganz so viel, von der Funktionalität auch nicht. Im Grunde, es ist egal, welchen ihr da verwendet, weil von den Funktionen sind die alle gleich. Wenn wir uns da mal das Datenblatt von dem 41er anschauen, ich habe Motor, ich habe ein Servo, Blinker links, Blinker rechts, Rundumleuchte habe ich sogar noch, ich habe Scheinwerfer, Bremslicht, Rückfahrlicht. Eigentlich alles das, was ich benötige. Und das ist das Datenblatt von dem 45er. Es macht keinen Unterschied. Wenn ihr allerdings schon Lichtbausteine und Fahrtenregler zu Hause habt, könnt ihr auch einen RX32 verwenden. Das ist ein reiner 7-Kanal-Servo-Output-Empfänger. Dort werden die Servos, Lichtplatinen und Fahrtenregler direkt über einen der Kanäle angeschlossen. Der Empfänger hat keine Sonderfunktionen, da ist kein Licht drauf und die Möglichkeit besteht auch nicht, den umzuprogrammieren. Also da habt ihr, wie gesagt, das ist ein reiner 7-Kanal-Empfänger ohne Sonderfunktionen. Wenn es allerdings dann doch mal etwas größer werden soll, könnt ihr jetzt den neuen Empfänger verwenden, den RX47. Der hat bis zu 18 Kanäle und damit könnt ihr dann alles Mögliche schalten. Allerdings fürs erste Modell ist der völlig überdimensioniert oder auch für die meisten normalen Modelle. Wie bei den Empfängern auch, gibt es bei der Lenkung mehrere Variationen. Wie kann ich die Lenkung verbauen und vor allen Dingen, was verwende ich für eine Lenkung? Da haben wir einmal von 1:87 Modellbodylenkung, dann von Herpa eine Lenkung oder eine Fallerlenkung. Worin unterscheiden die sich? Im Grunde genommen gibt es zwei Gruppen. Einmal die, die pendeln können und einmal die, die nicht pendeln können. Jetzt hat allerdings die Fallerachse bzw. die von 1:87 Modellbau die Lenkachse einen kleinen Nachteil. Dadurch, dass der Drehpunkt nicht im Rad ist, bewegt sich die das Rad außen und ihr müsst an den Kotflügeln etwas ausfräsen. Das kann ich euch mal zeigen. Den dürftet ihr auch aus einer meiner ersten Videos kennen. Der ist inzwischen so gut wie fertig. Mal sehen, wie wir das jetzt hier hinlegen können, dass man das auch gut sieht. So, einmal. Und zweimal. Ihr habt da jetzt den direkten Vergleich. Und zwar, das ist die Fallerachse. Und ihr seht, dass da das Rad sich nach außen bewegt. Hingegen hier, das ist der normale, Rahmen, da wurde nichts bearbeitet und da schlägt nichts an. Und man sieht hier auch sehr schön, dass der Drehpunkt der Lenkung, der ist nicht hier, wie bei der Fallerachse, sondern der ist wirklich im Rad, da drinne. Deswegen kann man dafür auch nur spezielle Felgen verwenden. Die zeige ich euch gleich auch nochmal. Hier sieht er jetzt das so. Die bewegen sich jetzt parallel, weil die beide über einen Sender laufen. Und hier seht ihr wirklich, dass das Rad läuft außenrum. So, jetzt ist es sogar scharf. Und da habt ihr dann bei manchen Modellen, also bei dem jetzt nicht, aber bei den Herpa-Modellen habt ihr dann die Probleme, dass dann an diesen Stellen hier der Radkasten ausgefeilt oder ausgefräst werden muss. Dafür habe ich hier allerdings den Vorteil, dass die Achse richtig schön pendeln kann. Hier nochmal. Da pendelt nichts.
So. Auch hier nochmal ausmachen. Dann schauen wir uns mal die Herpa-Achse etwas genauer an. Wie ihr die dann genau zusammenbaut, das zeige ich euch dann in dem Tutorial. Wichtig ist nur, ihr habt nur silberne Felgen und ihr habt entweder rote oder schwarze Radmuttern. Wenn ihr euch das jetzt mal hier anguckt, schwarze Zugmaschine, Originalreifen, schwarz auf schwarz. Ja, entweder jetzt hier silbern auf rot oder silbern auf schwarz. Das sieht nicht wirklich gut aus. Aber auch da gibt es Abhilfe. Die lassen sich nämlich ganz einfach lackieren. Der ist noch nicht ganz fertig. Könnt ihr sogar Lowliner-Reifen drauf machen. Das passt. Ihr müsst nur mit der Farbe ein bisschen sparsam umgehen. Und wichtig ist, dass innen drinne beim Lackieren, da kommt zwar generell keine Farbe hin, aber dass hier rein keine Farbe kommt. Ja, also zusammenfassend kann man sagen, Faller, pendelnd, Radkasten muss meistens ausgefräst werden. Ich kann die Originalfelgen verwenden, muss allerdings die Halterung auch für die Fallerachse im Modell separat fräsen. Das sieht man jetzt hier nochmal. Hier musste ich wirklich für den Rahmen erheblich viel wegfräsen. So, machen wir das mal so. Dann Herpa-Achse. Plug and Play, das wird einfach reingeklipst. Ja, habe ich es jetzt auch schon mal gemacht. Wie gesagt, im Tutorial zeige ich euch das dann. Hier, der könnte sogar schon lenken. Plug and Play. Hab silberne Felgen, die dabei sind. Rote oder schwarze Radmuttern. Oh. Und das war's. Ich werde im Tutorial auf jeden Fall diese verwenden. Denn der Truck fährt nicht wirklich ins Gelände. Und für den ersten Umbau wollen wir uns das ja so einfach wie möglich machen. Der letzte wichtige Aspekt, bevor wir mit dem Tutorial beginnen, ist natürlich die Verkabelung des Modells. Und da hat sich Stefan Knoke ein paar Gedanken gemacht. Und er hat auf seiner Webseite im Bereich Elektronik Schaltpläne, ein paar Schaltpläne dokumentiert. Sehr schön zu sehen, die einzelnen Komponenten und die Verkabelung. Und bei seinem F2000 hat er sich sogar die Arbeit gemacht und hat für die Beleuchtung die Widerstände für die entsprechenden Komponenten mit dokumentiert. Seht das allerdings nur als Richtwerte, denn je nachdem, was ihr für LEDs verwendet, wird sich der Widerstand gegebenenfalls nach oben und nach unten etwas verändern, aber da habt ihr schon mal ein paar Richtwerte. Stefan weiß Bescheid, dass ich seine Webseite verlinkt habe, aber bitte bombardiert ihn jetzt nicht mit E-Mails. Wenn ihr Fragen habt, dann schreibt das lieber unter das Video und ich werde mich dann darum kümmern, dass ihr schnellstmöglich eine Antwort bekommt. Oder wenn ich sogar antworten kann, würde ich das machen. So, dann danke fürs Zuschauen. Wie immer, wenn es euch gefallen hat, macht einen Daumen hoch. Teilen dürft das natürlich auch. Ja, dann bin ich mal auf eure Kommentare gespannt und dann starten wir jetzt demnächst mit dem Tutorial. Danke, tschüss!